Schön, ich bin es. Ich habe ganz viel Zeit für Sie. Ich lauere richtig auf Ihren Anruf. Montage 1212, es geht los. Ja. Ganz Chor heißt es ab heute in der Main-Metropole. Rund 500 Chöre mit fast 20.000 Sängern werden erwartet beim Deutschen Chorfest 2012. Das Programm ist so bunt wie die Gruppen, die zugesagt haben, von Vocal Pop über Gospel bis hin zu gregorianischen Gesängen. Alles wird zu hören sein. Am Samstag wird Bundespräsident Joachim Gauck ein Konzert des Sinfonischen Jugendchors Simon Bolivar besuchen. Und eröffnet wird die viertägige Veranstaltung heute von Henning Schärf, dem ehemaligen Bürgermeister von Bremen. Und von Wolfgang Schäuble und von Petra Roth. Die Städte sind gewissermaßen der Über 60 Muskeln geben die Leis. Doch das Allerbeste, sing mal Spaß, sing! Sing mal wieder, Rockerille, Pop oder Kinderlieder. Sing, sing mit, Band oder Chor. Auch bitte hierhin, dann können wir mich öffnen. Ja, genau, in dieser Sekunde machen wir auf. Feiertag. Gar nicht so schlecht, wenn die Finanzmärkte geschlossen sind. Sie glauben gar nicht. Ich bin lieber bei den Sängern in Frankfurt zur Zeit. Es wird nämlich wieder mehr gesungen. Nicht der Dusche meine ich damit, nicht in der Fankurve, bei der Eintracht oder jenseits der 2-Promille-Grenze, das meine ich nicht. Es wird mehr gemeinsam gesungen. Und wie Sie gelesen haben, Frankfurt ist ganz Chor. Prima, prima, canta, sehr prima, prima, canta. Ich fühle mich so ein bisschen wie auf so einer blauen Wolke. Wir haben 3 Jahre geackert und geplant und gemacht und jetzt müssen wir es delegieren. In 20 Spielstätten geht es nachher los. Wir haben mit 25 mittlerweile Hauptamtlern und 250 Ehrenamtlern eine immense Logistik hergestellt und jetzt hoffen wir, dass wirklich alles präpariert ist, dass alle Wettbewerbe, alle Konzerte, alle offenen Singen, alle Festkonzerte losgehen können und ich habe jetzt schon das Gefühl, die Stadt füllt sich, sie vibriert schon ein bisschen, die Frankfurter sagt man seien auch ein feierbereites Völkchen.